Maike van Ackern und Sarah Hermes von der Beratungsstelle Freiraum in Essen kümmern sich um Frauen, die in der Prostitution tätig sind. Wir sind hier auf dem Kirmesplatz, auf dem Straßenstrich in Essen. Genau, der wurde umgebaut als Straßenstrich jetzt vor 11 Jahren. Die Autos fahren vorne rein, fahren dann in ein Einbahnstraßensystem rein, an der 8 und können hier quasi im Kreis fahren. Die Frauen bieten sich entweder in den Wohnwagen an oder stehen hier halt am Straßenrand und die Autos können dann halt anhalten und dann mit den Frauen in Verhandlung treten. Normalerweise stehen hier bis zu 40 Frauen und warten auf Freier. Hinten sind 3 Fußgängerverrichtungsboxen und 10 Autoverrichtungsboxen installiert, wo die Männer dann mit den Frauen reinfahren können und die Frauen verrichten dann eben im Auto. Sex gegen Geld bieten schätzungsweise 400.000 Menschen in Deutschland an, die meisten davon Frauen. Prostitution. Für Frauen wie Johanna Weber ist es ein Job wie jeder andere. Ich träume davon, auf einer Party in der Küche am Buffet zu stehen und auf die blöde Frage, und was machst du denn so, mal antworten zu dürfen. Ja, du, ich bin Sexarbeiterin. Und du so? Für viele ist es eine Verletzung der Menschenwürde. Das Schlimmste für die Frauen in der Prostitution, also für die meisten, die ich kennengelernt habe und auch für mich, ist das Wort Sexarbeiterin, weil es nicht widerspiegelt, was uns widerfahren ist, weil es Gewalt verschleiert. Man dachte, Sexualität sollte frei sein, selbstverständlich. Aber der Rechtsstaat hat eine Verpflichtung da, wo die Freiheit der Einzelnen die Freiheit der anderen schädigt, einzuschreiten. Das Bundesfamilienministerium schätzt, dass 1,2 Millionen Männer regelmäßig Prostituierte aufsuchen. Wir können 20 Jahre nach der Liberalisierung der Prostitution in Deutschland feststellen, Deutschland ist das Bordell Europas. Bei den Dreharbeiten zu diesem Film ist Prostitution wegen der Corona-Pandemie aus Hygienegründen in ganz Deutschland verboten. In Essen stellen Maike und Sarah fest, dass sich nicht alle an das Arbeitsverbot halten. Guck mal, hier wurde auch verrichtet. Ja, ein paar Kondome auf dem Boden. Der Kirmesplatz in Essen. So sieht ein sicherer Arbeitsplatz für Straßenprostituierte aus. Der Pöller ist dafür da, dass der Mann wirklich so nah an die Wand heranfährt, dass er seine Tür nicht aufbekommt, aber die Frau eben ihre Tür ganz problemlos aufbekommt und dann auf den Notknopf drücken kann und auf den Platz direkt flüchten kann. Und da können die anderen Frauen ihr dann helfen. Auch die Sozialarbeiterinnen sind regelmäßig vor Ort. Ja, wir sitzen halt manchmal vor dem Container, gerade im Sommer, und können dann genau sehen, welche Männer hier in welchen Autos herumfahren. Und da ist alles mit dabei. Vom kleinen Auto, wo Kindersitze hinten drin sind, bis zur großen Limousine, vom Firmenwagen bis ja, zum alles dabei. Der Platz ist ein Gesicht der Branche. Das ist einfach ein Teil der Sexarbeit, die halt stattfindet auf der ganzen Welt. Nur, dass wir hier in Essen ihr eben auch ein Gesicht geben und dazu stehen, dass es den Teil eben auch gibt, ohne Bewertung. Und es gibt natürlich Frauen, die haben halt nicht so viele Möglichkeiten, beziehungsweise sehen diese Möglichkeiten nicht, weil sie ihnen nicht gegeben wurden, weil sie vielleicht in Verhältnissen aufgewachsen sind, wo sie vielleicht nicht viel Schulbildung erfahren haben, früh aus der Schule genommen wurden, wo vielleicht auch noch viel Männer in Familien auch das Sagen haben, wo sie schnell ins Ausland geschickt werden, um eben Geld zu verdienen, um die Familie zu versorgen. Und deswegen ist es hier oft eine pragmatische Lösung, eben Geld zu verdienen. Oft sind es Frauen aus Osteuropa oder Frauen mit einem Drogenproblem, die sich hier aus Geldnot anbieten. Männliche Prostituierte sind eine Minderheit. Ja, im Prinzip findet hier jetzt illegale Prostitution statt. Also der Platz ist ja abgesperrt und die Frauen müssen halt oder wollen halt trotzdem irgendwo arbeiten. Manche müssen eben auch, weil das Geld knapp wird. Und stellen sich dann hier an die Straße oder an die Bushaltestelle, spazieren hin und her, damit es nicht so auffällig ist. Und die Männer halten eben an und dann wird im Gebüsch verrichtet oder irgendwo im Industriegebiet, im Auto, ganz unterschiedlich. Die wenigsten Frauen, die hier arbeiten, sind krankenversichert oder haben Anspruch auf Unterstützung. Maike van Ackern und Sarah Hermes haben die Erfahrung gemacht, dass es den Frauen an allem fehlt. Kondome. Und unsere verschiedene, also
Dicke und Dünne, für jeden Bedarf das Richtige. Adressen, wo Frauen Hilfen bekommen. Unsere Flyer. Schwämmchen, wenn Frauen ihre Periode haben. Feuchttücher. Masken. Und Taschentücher. Gleitgel. Und einmal Spritzbesteck, saubere Spritzbesteck, das die Frauen zum Konsum von Drogen brauchen. Sauberes Besteck. Seit 1901 galt Prostitution in Deutschland als sittenwidrig. Es gab daher weder einen Anspruch des Kunden auf die Dienstleistung, noch hatte die Prostituierte ein Recht auf Bezahlung. Das änderte sich, als es 1995 einer Prostituierten erstmals gelang, ihren Lohn einzuklagen. 2002 trat das Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Prostituierten in Kraft. Prostitution wird seitdem als Dienstleistung anerkannt und Prostituierte haben Zugang zu Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherungen. 2017 wurde das Gesetz ergänzt. Es gibt eine Anmeldepflicht für Bordellbetreiber und Prostituierte. Außerdem soll der sogenannte Hurenpass dabei helfen, Zwangsprostitution zu bekämpfen. In Mannheim in der Beratungsstelle Amalie treffen wir die Rumänin Anna, wie wir sie nennen. Sie ist 33 Jahre alt und seit 12 Jahren in Deutschland. Aus Scham möchte sie ihr Gesicht nicht zeigen. Ich habe viele Träume gehabt. Anwalt zu sein, Polizistin zu sein, oh, viel. Hausfrau zu sein, habe ich viel Träume gehabt. Dann habe ich einen Mann getroffen, da war ich auch mit ihm zusammen. Dann bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe nicht gewusst richtig, was heißt Prostituierte. Dann war mein erster Tag. Bin ich in ein Privathaus, war ich, ja. Also die Gefühle kann man nicht erzählen. Vergewaltigt ist wenig. Ich war überall, fast in ganz Deutschland. War ich auch Stuttgart, Frankfurt, Mannheim. 2022 soll die Evaluierung der Gesetze zur Regelung der Prostitution beginnen. Doch Stimmen werden lauter, sie schon vorher zu überprüfen. Denn die Wirksamkeit wird immer stärker angezweifelt. Wie von der Bundestagsabgeordneten Leni Breimeyer. Ich fand jetzt den Ansatz als solchen zu sagen, wir wollen, dass diese Frauen, die diese Tätigkeit in höchster Not machen, da rausholen aus der Schmuddelecke. Man will sagen, dass das, dass sie eben nicht stigmatisiert werden sollen und all die anderen Geschichten, also Sozialversicherung und so weiter, das ist erst einmal gut gemeint gewesen. Wir hätten allerdings alle miteinander schon früher feststellen können, was daraus geworden ist. Wir können 20 Jahre nach der Liberalisierung der Prostitution in Deutschland feststellen, Deutschland ist das Bordell Europas. Und all die Rahmenbedingungen und alle die Stützpfeiler, die eingezogen wurden, die tragen nicht. Die ganz wenigsten Frauen sind sozialversichert, sie sind vor allem nicht krankenversichert. Bei einer Tätigkeit, die absolut körperlich und seelisch zerstörerisch ist. Die Gesetze und die EU-Osterweiterung haben den Markt und die Situation für viele Prostituierte in Deutschland drastisch verändert. Helmut Sporer war 44 Jahre Polizist, 25 davon bei der Kriminalpolizei Augsburg, zuständig unter anderem für die Bekämpfung von Menschenhandel und die Überwachung der Prostitution. Durch das neue Prostitutionsgesetz von 2002 entstand ein neuer Typus von Bordellen, zum Beispiel diese FKK-Clubs, die damit werben, dass eine bestimmte Anzahl, 20, 30, 40 Frauen ständig vorrätig sind. Der Anteil der ausländischen Frauen stieg kontinuierlich von quasi null Anfang der 90er Jahre bis zu über 90%. Schweden ging einen ganz anderen Weg im Umgang mit Prostitution
und erfand 1999 das sogenannte nordische Modell. Anna Sander und Josefine Appelquist sind seit über 20 Jahren Sozialarbeiterinnen in Stockholm und Gründerinnen der Hilfsorganisation Talita. Dies ist die Straße, wo am meisten Prostitution in Stockholm stattfindet. Unmittelbar hinter uns ist der Parkplatz für den Bus, den wir bei unseren Einsätzen in dieser Gegend benutzt haben. Als wir 1998 anfingen, waren es vielleicht 20 bis 30 Frauen, die auf der Straße standen. Nun sehen wir einen großen Unterschied in der Anzahl der Frauen. Schweden war das erste Land der Welt, das den Kauf einer sexuellen Dienstleistung verboten hat. Prostitution ist nicht illegal, aber es ist illegal, für sexuelle Dienstleistungen zu bezahlen. Die Männer, in der Regel sind es Männer, sie sind die Kriminellen. Und wenn die Männer sich nicht benehmen, kann die Frau die Polizei rufen. Deshalb sollte er sich besser benehmen. Seit Einführung des Gesetzes 1999 wurde in Schweden kein Mord mehr an einer Prostituierten registriert. In Deutschland waren es im gleichen Zeitraum 115 Morde und 62 Mordversuche. Bis Ende 2020 war Per Anders Sunesen Sonderbotschafter für die Bekämpfung des Menschenhandels in Schweden. Bevor das Gesetz 1999 in Kraft trat, gab es keine Regulierung der Prostitution. Früher in den 90er und 80er Jahren war Prostitution in der schwedischen Gesellschaft kein Thema. Aber es gab eine große Diskussion über die Gewalt von Männern gegen Frauen. Als das Thema Prostitution dann aufkam, argumentierte die Frauenbewegung: Hey Regierung, wenn wir jemals in der Lage sein wollen, die Gleichstellung der Geschlechter zu verbessern und die Gewalt von Männern gegen Frauen zu stoppen, dann müssen wir uns mit Prostitution befassen. Seit wir begonnen haben, uns um Prostituierte zu kümmern, hat kaum eine der Hunderten von Frauen, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, das ist genau das, was sie tun wollen. Es war nie ihr Kindheitstraum, in der Prostitution zu enden. Seit der Einführung des Gesetzes hat sich die Straßenprostitution in Schweden halbiert. Wir wissen, dass etwa 50% der Frauen deshalb Prostituierte wurden, weil sie Probleme mit Drogen hatten und Geld brauchten, um die Drogen zu bezahlen. Die andere Hälfte hatte diese Art von Problemen nicht. Diese erzählten immer wieder von sexuellem Missbrauch und anderen Arten von Traumata, frühen Traumata. Als dies bekannt wurde, gab es einen öffentlichen Aufschrei in Schweden und die Leute sagten, das ist nicht die Gesellschaft, die wir für uns wollen. Das ist nicht die Art von Gesellschaft, in der unsere Kinder aufwachsen sollen. Schließlich gab es eine große Diskussion darüber, ob Prostitution erlaubt sein sollte oder nicht. Am Ende entschied die Regierung, dass wir keine Prostitution in der schwedischen Gesellschaft haben wollen. Das nordische Modell bestraft den Sexkäufer und die Betreiber von Prostitutionsstätten. Prostituierte werden entkriminalisiert. Es gibt Ausstiegsprogramme. Und vor allem wird der Bevölkerung vermittelt, dass es falsch ist, sich eine sexuelle Dienstleistung zu erkaufen. Jasmina hat es in Schweden mit der Hilfsorganisation Talita geschafft, aus der Prostitution auszusteigen. Ich bin Jasmina, ich bin 31 Jahre alt und wurde in Rumänien geboren. Mit 15 begann Jasmina, ihren Körper zu verkaufen. Ihre Geschichte ist eine von vielen. Ich hatte einen liebevollen Vater, der sein Bestes tat, um uns zu beschützen. Aber ich hatte eine Mutter, die vergewaltigt wurde und die ein paar Mal versucht hat, Selbstmord zu begehen. Es gab viel Gewalt zu Hause. Mein Vater hat viel getrunken und sie haben sich viel gestritten. Ich war 14, als ich vergewaltigt wurde, zweimal von demselben Mann. Ich konnte einfach nicht damit umgehen und fing an zu trinken. In Clubs habe ich mich für eine Flasche Champagner ausgezogen. Ich erinnere mich, dass ich mal durch die Nacht ging, ein Auto hielt an und die fragten mich, ob ich Party machen will. Mit 4 oder 5 Typen bin ich dann in einer Wohnung gelandet. Am Morgen haben sie mir einfach Geld gegeben und mich gefragt, ob ich ein Taxi brauche, um nach Hause zu fahren, weil ich nicht wusste, wo ich war. So bin ich langsam da reingerutscht.
Auch der Einstieg in die organisierte Prostitution war eher beiläufig. Sie versuchte zwar immer wieder auszusteigen, aber es sollte 10 Jahre dauern, bis es gelang. Eine Bekannte in Österreich sagte mir, sie arbeite als Masseurin. Aber sie sagte mir nicht, dass es ein Bordell, ein Sexclub war. Ich bin herumgekommen, war in der Schweiz, in Österreich, wieder in der Schweiz und Dubai. Dann kam ich hierher, weil es eine rumänische Seite im Internet gab, auf der sie Mädchen in Schweden anwarben. Die meisten Frauen, die in der Prostitution tätig sind, erzählen ähnliche Geschichten von Manipulation, Gewalt, Drogen und Armut. Julia Wege ist Gründerin und Leiterin der Beratungsstelle Amalie für Frauen in der Prostitution in Trägerschaft des Diakonischen Werks Mannheim. Die Gesellschaft schaut bei dem Thema Prostitution weg. Kaum einer kann sich vorstellen, wie komplex die Lebensbiografien der Frauen sind. Es gibt auch einige Studien, die weisen darauf hin, dass Frauen posttraumatische Belastungsstörungen aufweisen. Das heißt, die Frauen haben in ihrer Kindheit, Jugendzeit traumatische Erlebnisse erfahren und diese werden permanent wiederholt in der Prostitution. Die meisten Frauen kommen aus dem Ausland hierher mit ganz anderen Vorstellungen. Der Klassiker ist, dass sie angeworben werden im Herkunftsland, vielleicht von einem guten Bekannten, vielleicht vom eigenen Partner, vielleicht von jemand aus der Verwandtschaft. Die Frauen berichten, dass keine Frau hier alleine nach Deutschland kommt. Sie werden hier in die Bordelle gebracht und müssen dann im Rotlicht arbeiten. Die Beratungsstelle liegt mitten im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-West. Dieses Viertel gilt als Rotlichtviertel. Wenn nicht gerade ein Virus die Welt in Atem hält, bieten hier Frauen Sex zum Kauf an. Die meisten sind Armutsprostituierte aus Osteuropa. Wer es sich leisten konnte, ist zurück in sein Heimatland gereist. Ja, wir sind jetzt hier auf der Hauptstraße im Stadtteil und ich finde es immer wieder schockierend, dass die Frauen uns anrufen und den Weg zu uns nicht finden, obwohl wir 200 oder 300, 400 Meter entfernt sind. Dann frage ich mich immer, wenn sie hier den Fußweg nicht mal finden zu unserer Beratungsstelle, wie sind die hierher gekommen? Julia Wege hat sich gerade in ihrer Doktorarbeit mit biografischen Verläufen von Frauen in der Prostitution beschäftigt. Das wesentliche Ergebnis für mich war, dass wir immer davon ausgehen, dass Frauen ja sich wegbewerben können. Sie können doch aussteigen. Nein, in der Arbeit hat man gesehen, dass es diese Typen gibt, die nicht aussteigen können. Ja, dass wir sozusagen diese Gewaltspirale weitergeht, dass nach einer Gewalterfahrung die nächste kommt und dass die Frauen keine Ressourcen in sich haben, um sich da eben auch wehren zu können. Alina war 22 Jahre alt, als sie in die Hände von Menschenhändlern fiel. Mein Name ist Alina, 40, komme ursprünglich aus Karlsruhe. Ich habe 3 Männer kennengelernt von einer ehemaligen Arbeitskollegin, wo ich bedient habe, und Freundin. Die hat mich denen vorgestellt. Und ja, durch die 3 bin ich da reingerutscht. Die Männer köderten sie mit einem angeblich lukrativen Job. Alina ahnte nicht, dass damit Prostitution gemeint war. Ich will gar nicht darüber nachdenken, aber es kommt. Es geht nicht raus aus meinem Kopf. Ich habe mich richtig geschämt, als der erste Freier im Zimmer war. Ich wusste nicht genau, was ich machen soll, wie ich mich verhalten soll. Dann habe ich geweint, bin aus dem Zimmer raus. Und dann habe ich da die erste Ohrfeige gekriegt, weil ich aus dem Zimmer raus bin. Und dann habe ich innerlich gedacht, okay, das ist mein Ende jetzt. Schicksal, das ist mein Leben. Da bin ich jetzt gefangen. Rund um die Uhr wurde Alina überwacht. Ich hatte Angst. Ich hatte sehr, sehr, sehr viel Angst. Der Frauenarzt Wolfgang Heide behandelt in der Beratungsstelle Amalie Prostituierte.
Sie müssen sich vorstellen, diese Frauen sind ausgeliefert, Männern, Freiern ausgeliefert, die schlimme Dinge mit ihnen tun, bis hin zu Fäkalienspielchen. Und das ist was in der Seele hängen bleibt, aber auch körperlich. Stellen Sie sich vor, Sie haben 15 Freier am Tag, da haben Sie Schmerzen. Was denn sonst? Das führt zu Schäden, auch körperlich, zu Infektionserkrankungen. Häufig ist immer noch gefragt, ohne Kondom. Und dann kommt es zu übertragbaren Sexualerkrankungen. Also eine schwere körperliche wie seelische Schädigung, die den Frauen widerfährt. Das geht gar nicht anders in diesem Bereich. Und das ist eine furchtbare Situation für diese Frauen. In den Gesetzen zur Regelung der Prostitution sind nur wenige Auflagen formuliert. Die einzigen vorgeschriebenen Arbeitsschutzmaßnahmen sind Kondompflicht und das Mindestalter von 18 Jahren. Andere Dienstleistungen haben ellenlange Vorschriften. Weil alles erlaubt ist, wird auch alles gemacht. Also Sie können ja Schwangere sind ausgeliefert, Sie können Sex mit Schwangeren haben. Es gibt diese Beispiel, ein Bier noch dabei, eine Pauschale für 30 Euro. Das ist ja alles möglich. Und meine Erfahrung ist eben, solange irgendwas erlaubt ist, solange wird es getrieben, ohne Rücksicht auf Verluste. Da sind genug Männer, Freier unterwegs, die gar keine Grenzen kennen. In Hagen im Ruhrgebiet hat sich Carsten Rohleder Gedanken gemacht über Arbeitsschutzmaßnahmen in Zeiten von Corona. Also wir haben jetzt zwei abgetrennte Räume. Der Gast geht mit seinem Körper hier durch. Die Dame kommt vom Haus in das Zimmer hinein und kann ihn praktisch dann bedienen. Ist durch eine Plexiglasscheibe abgesichert. Also meiner Meinung nach ist das unmöglich, dass man sich bei diesem System anstecken kann. Die Frauen fühlen sich natürlich da auch sicher, weil es eine Scheibe drin. Wir haben natürlich auch Sicherheitsdienst hier. Und da haben sie gesagt, ja gut, probieren wir einfach mal. Desto eher wieder aufgeben, desto näher sind wir natürlich von der Straße in Anführungsstrichen runter und können wieder auf legal arbeiten. Penetration als Dienstleistung. Sauber, hygienisch, selbstbestimmt. Ist das die Wahrheit über Prostitution? Prostitution ist für mich ein Job wie jeder andere, solange wie in der Legalität ausgeübt wird und es freiwillig gemacht wird. Deutschland hat eins der liberalsten Prostitutionsgesetze der Welt und eine engagierte Lobby, die Prostitution als Ausdruck einer sexuellen Selbstbestimmung betrachtet. Grundsätzlich geht es uns darum, dass wir ganz normal behandelt werden wollen, wie andere Berufe auch. Johanna Weber ist Sexarbeiterin, wie sie sich nennt, mit einem eigenen Studio in Berlin. Mittlerweile denke ich, das ist durchaus ein Beruf. Und das ist auch ein Beruf, den nicht jeder machen kann und wo man auch was lernen muss. Ich sehe das so, dass es Sexarbeit geben sollte, auch als Unterstützung, als Begleitung der eigenen Sexualität. Seit fast 25 Jahren geht sie dieser Tätigkeit nach. Ich gehöre auch wirklich zu den Leuten, die gerne eine Dienstleistung anbietet. Und ich sehe es tatsächlich auch als Dienstleistung. So wie eine Friseurin oder wie eine Schuhverkäuferin. Johanna Weber hat 2013 einen eigenen Berufsverband für Sexarbeiterinnen gegründet. In Berlin bietet auch Christina Marleen freiwillig Sex gegen Geld an. Als ich meine erste sexuelle Dienstleistung angeboten habe, war ich sozusagen davon überrascht, dass ich weder gedemütigt war, noch mich nicht respektiert fühlte, noch Gewalt erfahren habe, sondern dass eigentlich was Positives passiert ist. Die nicht jugendfreie Variante davon ist, ich war jung und brauchte das Geld. Ich war selbstständig als Physiotherapeutin und da verdient man nicht besonders viel. Und ich war immer überrascht davon, wie viel mehr ich verdienen kann, wenn ich den sogenannten Handjob mache. Und habe mich lange Zeit dagegen verwehrt und fand das, wie gesagt, unethisch und hab dann aber irgendwann gedacht, warum eigentlich nicht? Frauen wie Christina Marleen und Johanna Weber prägen seit 20 Jahren die öffentliche Vorstellung von Prostitution. Doch die Bedingungen, unter denen Christina und Johanna arbeiten, sind die Ausnahme. Genau weiß es allerdings niemand. Der Großteil der Prostitution findet außerhalb der Wahrnehmung von Gesellschaft und Behörden statt. Elfriede Stephan ist Sozialwissenschaftlerin. Sie hat über 30 Jahre im Bereich angewandte Gesundheitswissenschaften gearbeitet und immer wieder versucht, Licht ins Dunkel zu bringen.
Wir wissen sehr wenig über Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Prostitution. Wir wissen ja auch nicht, wie viele Prostituierte wir in Deutschland haben. Wir wissen nicht, in welchen Sparten sie arbeiten, wie groß die Anteile der unterschiedlichen Sparten sind. Man kann auch nicht sagen, wie viele Frauen in einer bestimmten Stadt arbeiten. Das Anwälteprozedere lässt diese Schlüsse nicht zu. Und man ist nach wie vor darauf angewiesen, auf Kontrollen vor Ort und auf Schätzungen. Gerade mal 40.400 der geschätzten 400.000 Prostituierten sind als solche registriert. Vermutlich, weil die meisten Opfer von Menschenhändlern sind. Blickt man hinter die Kulissen, ich nenne es mal ins spezielle Dunkelfeld des Milieus. Und dort sieht man dann auch, wie Bordellbetreiber sich tatsächlich verhalten, wie sie mit Menschenhändlern, mit Lieferanten kooperieren, wie sie zum Teil, wie wir festgestellt haben, richtige Frauentypen bestellen, nach Größe, nach Haarfarbe, nach Konfektionsgröße und so weiter. Der Menschenhändler, so haben wir bei Ermittlungen festgestellt, liefert die entsprechende Ware dann, so wird es auch genannt, sogar mit Rückgabe. Garantie. Es gab auch Abhören von Telefonaten zwischen Freier und Frau. Und da weiß man, die Frau spricht kein Deutsch, sie kann kein Deutsch. Und er sagt, darf ich dich auch würgen? Und sie sagt, ja. Und er sagt, darf ich dich richtig würgen? Und sie sagt, ja, 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 ja. Und er sagt, darf ich dich würgen bis zur Bewusstlosigkeit? Ja, 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 ja. Hey, die weiß überhaupt nicht, auf was sie sich da einlässt. Es ist so krank, was hier stattfindet. Aber wir hören dann immer denen zu, die so schön formulieren, wie sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Ich finde es unerträglich. Es ist immer wieder zu hören, dass Prostitution und Menschenhandel zu trennen sind. Aus meiner jahrzehntelangen praktischen Erfahrung kann ich sagen, dies lässt sich nicht trennen. Prostitution und Menschenhandel gehört im Alltag weitgehend zusammen. Auch die freiwillige Prostitution verletzt Menschenrechte, stellte das EU-Parlament bereits 2014 fest. Immer mehr Länder in Europa wollen den Sexkauf verbieten. Deutschland, die Schweiz, Österreich und die Niederlande verfolgen weiterhin liberale Ansätze. Ich habe gesehen in der Auswertung der Biografien, dass die Frauen nicht immer an einem Ort arbeiten, sondern permanent in ganz Europa hier geschleust werden, hier in Bordellen festgehalten werden, aber auch, dass sie unter den Zuhältern auch wieder weiterverkauft werden. Also wenn man sieht, eine Frau bringt nicht mehr so viel Geld oder sie ist zu alt, dann wird sie für billiges Geld wieder weiterverkauft. In der Schweiz wurde man zum Ficken gezwungen. Jeden Morgen, nachdem der Club um 7, 8 Uhr schloss, musste man sagen, wie viele Kerle man hatte, wie gut man ist. Je mehr man hatte, desto besser. Man kann nicht Spaß daran haben, mit 10 Typen am Tag Sex zu haben. Ich habe oft versucht, Typen zu entkommen, die auf Drogen waren und mich bedrängt haben, weil sie keinen Orgasmus hatten. Was ich sagte, war dem Besitzer egal. Einmal bin ich rausgerannt und der Kunde wurde richtig wütend. Er ging zum Chef und der Chef fragte mich, wie viele Typen ich an dem Tag befriedigt hatte. Und er sagte zu mir, dieser Mann war nicht zufrieden mit dir. Sandra Norak wurde Opfer eines sogenannten Loverboys. Ich hatte mit meinem Zuhälter den ersten Geschlechtsverkehr, der zweite war gleich mit einem Freier. Die heute 31-Jährige war Schülerin auf dem Gymnasium, als sie ihren Zuhälter kennenlernte. Ihre Eltern waren getrennt, die Mutter psychisch krank. Das Ganze ist so abgelaufen, dass ich sehr oft mit ihm im Internet geschrieben habe. Über Wochen lang, jeden Tag, wenn ich aus der Schule gekommen bin, hat er auf mich gewartet. Ich habe mit ihm über meine Probleme gesprochen. Ich habe ihm mein Herz ausgeschüttet. Und dann ist er zu meiner Bezugsperson geworden. Eines Tages erzählt er ihr von hohen Schulden, die seine Existenz bedrohen. Sie könne ihn retten durch Prostitution. Als sie sich weigert, erpresst er sie mit Liebesentzug, bis sie schließlich nachgibt. Das ist emotionaler und psychischer Druck. Wenn ich dem Mädchen sage, du bist verantwortlich für meine Situation und wenn du das nicht machst, ja, dann
bekomme ich noch mehr Probleme. Eins der ersten Bordelle, in dem ich war, war ein Flatrate-Club, wo ich bis zu 20 Freie am Tag hatte und wo man dann auch eben später in diesen Zimmern dann geschlafen hatte, wo es nach Sperma und Kondomen und allen möglichen stinkt. Sandra Norak ging über 6 Jahre lang anschaffen. Also am Anfang habe ich mich richtig geekelt. Und was ich gemerkt habe, ist, dass das mit jedem Freier einfach mehr verloren geht durch die Gewalt, die man da erlebt, weil man einfach durch diese Sachen auch als Persönlichkeit gebrochen wird. Nach dem Ausstieg holte Sandra Norak ihr Abitur nach und macht gerade ihren Abschluss in Jura. Es ist ihr wichtig, die Wahrheit über Prostitution zu erzählen, wie hier bei einer Veranstaltung 2019. Bei uns in Deutschland ist es normal, dass man sich einen Mensch kauft wie eine Zigarettenschachtel. Ich war mal in einem Bordell und da hat ein Freier zu mir gesagt, ich war am Überlegen, ob ich mir einen Döner kaufe oder ob ich mir dich kaufe. Und in dieser Gesellschaft leben wir leider und es ist einfach normal geworden. Eine Generation wächst mit der Botschaft heran, Prostitution sei eine normale Dienstleistung. Und mit 14,5 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, wie die Gewerkschaft Verdi schätzt, auch ein Gewerbe, von dem viele profitieren. Gemeinsam mit der Traumatherapeutin Ingeborg Kraus kämpft Sandra Norak inzwischen dafür, dass sich auch Deutschland dazu entschließt, das nordische Modell einzuführen. Durch diese liberale Haltung und durch diese Gesetzgebung fördert der Staat diesen Einstieg in die Prostitution und motiviert auch Männer, Sexkäufer zu werden, weil der Staat ihnen ja sagt, dass sie ein Recht dazu haben. Eine Prostituierte ist eine Prostituierte ist eine Prostituierte. Sie ist nichts anderes. Deswegen leben auch viele Prostituierte ein Doppelleben. Weil wenn es rauskommt, dass sie als Prostituierte arbeiten, sind sie abgestempelt. Aber was bei Freiern ganz anders ist, die sind tatsächlich nicht so wahnsinnig betroffen von der Stigmatisierung. Sie sind nämlich Freier und sie sind aber auch Familienvater, sie sind Kollege irgendwo und sie haben eigentlich, auch wenn sie es teilweise tatsächlich nicht weitererzählen, haben sie keine Mühe, sich praktisch in dieser Gesellschaft zu bewegen. Thorsten, wie wir ihn nennen, ging regelmäßig zu Prostituierten. Er unterstützt Ingeborg Kraus bei einer Studie zum Thema Freier. Ja, Sie waren 6,5 Jahre Freier. Ja, richtig. Wie ist es denn dazu gekommen? Können Sie so ein bisschen erzählen, wie der Einstieg gelaufen ist? Ich habe irgendwann Kontakt mit Pornografie bekommen. Und an einem gewissen Punkt hatte ich einfach eine sehr umfangreiche Pornografie-Sammlung auf dem Rechner, also auch richtig schön katalogisiert. Und gleichzeitig ist meine Ehe emotional, so aus meiner Betrachtung, mehr und mehr erodiert. Und es war dann für mich ein natürlicher Vorgang, dass ich dann gesagt habe, ja, dann, wenn das Sexuelle in der Ehe schon nicht so ist, wie ich das möchte, dass ich mir dann halt eben das im Außen hole, was ich innen nicht bekomme. Der Abtörner. Sie legte sich irgendwann auf den Rücken und sagte, ich bin schon ziemlich müde, ich kann nicht mehr viel machen, außer Beine breit und so. Betont lustlos, Kopf zur Seite, Prinzip Sex mit Leiche. 350 Zitate von Freiern sind auf der Seite Die unsichtbaren Männer zu lesen, gesammelt aus frei zugänglichen Internetportalen. Zahlen, Ficken und Tschüss. Genauso werde ich das in Zukunft handhaben, diese undankbaren Nutten. Aber ihren Freund, Zuhälter, der ihnen schön aufs Maul gibt, wenn sie nicht spuren. Ich vermisse Meldungen, wo Asylantenmuschis zum Ficken zu finden sind. Wäre doch mal was Neues, eine Syrerin zu besamen. Ich finde den Begriff Abzockfotze. Das hat mich aber das Gefühl, dass sie es freiwillig machen. Ich würde es gerne einmal mit einer Drogensüchtigen machen. Kennt jemand in Hannover einen Ort, wo die Frauen sich anbieten oder man in Kontakt kommen kann? Auch Thorsten informierte sich auf solchen Portalen. Bevor ich dahin ging, war ich aufgeregt. Ich hatte Adrenalin im Blut. Ich war, das war wie ein spannendes Event, was ich vor mir hatte. Währenddessen habe ich versucht, mich auf meine Eigenlust zu konzentrieren und habe natürlich mein Gegenüber, die Frau,
jeweils völlig ausgeblendet. Es gab ja dieses, in Anführungszeichen, Vertragsverhältnis. Ich hatte Geld auf den Tisch gelegt und das impliziert natürlich auch ein Recht auf die im Katalog oder in der Absprache abgemachten Leistungen. Ungewollte Penetration wird normalerweise als Vergewaltigung geahndet. Die Männer denken, wenn sie bezahlen, dass sie mit einem machen können, was sie wollen. Das ist das Schlimme. Prostitution ist für die meisten Frauen, und das war es auch für mich, Gewalt an sich. Also auch wenn man sogenannte nette Freier, wie manche sie betiteln, bedeutet nette Freier sind welche, die sich daran halten, was vorher ausgemacht war, die jetzt nicht irgendwas anderes von dir verlangen. Das ändert aber auch nichts daran, ja, dass der Geldschein nicht deine Gefühle, die du hast, vernichten kann. Ja, deine Gefühle wie Ekel, Trauer, das bleibt ja alles. Ja, und das ändert sich nicht dadurch, dass der Geldschein auf dem Tisch liegt. Das Bundesfamilienministerium stellte schon 2017 fest, dass Prostituierte erheblichen Gefährdungen an Leib und Seele ausgesetzt sind. Viele Prostituierte befinden sich in einer Situation, in der sie keine freie Entscheidung mehr treffen können, für oder gegen diese Tätigkeit. Doch der Staat schaut weg. Elke Mack ist Sozialwissenschaftlerin und Ethikerin. Sie forscht zu globalen Menschenrechtsverletzungen an Frauen. Es gibt wissenschaftliche amerikanische Studien, die belegen, dass Frauen, die langfristig länger in der Prostitution gearbeitet haben und dann ausgestiegen sind, ähnliche psychische Erscheinungen zeigen wie Militärs, die in Kampfeinsätzen waren. Also die im Grunde genommen von diesen Erfahrungen dann auch nicht loskommen und eigentlich kein normales Leben mehr führen können. Ich musste mit jedem Mann machen, was die wollen. Die, wo kommen, die folgen so Sache und man kann sich so nicht vorstellen. Ich musste, wenn ich es nicht gemacht habe, dann hat es halt geknallt. Wie ich mich gefühlt, schlimmer als ein Müll. Die Gefühle kann man nicht erzählen. Das ist zu schwer. Das gehst du kaputt im Kopf, irgendwann. Drüber reden habe ich niemand, wo ich drüber reden kann. Und ja, drüber nachdenken, fast jeden Tag eigentlich. Und was denkst du dann? Scheiße. Uns ist als zivilisierten Menschen eingängig, dass viele Dinge einfach nicht gehandelt werden dürfen, aus moralischen Gründen. Zum Beispiel Organe. Zum Beispiel Kinder. In der Adoption sind wir furchtbar vorsichtig, dass kein Kinderhandel stattfindet. Aber offensichtlich ist es uns mit dem menschlichen Körper nicht klar. Das Nichtschädigungsprinzip ist ein ganz klares Prinzip der Ethik und des Rechtsstaates. Der Psychiater und Psychotherapeut Lutz Besser hat viele Patientinnen behandelt, die in der Prostitution tätig waren. Eine Frau, die der Prostitution aus den äußeren und inneren Zwängen nachgeht und dort wirklich als Sklavin gehalten wird, die erlebt tatsächlich eine Erniedrigung und eine Entwürdigung. Das kann sie aushalten, weil wir Menschen verfügen über einen Schutzmechanismus, den nennen wir Dissoziation. Und Dissoziation heißt Abspaltung vom Bewusstsein. Ich nehme einiges, was dabei passiert, gar nicht so bewusst wahr und kann mich sozusagen zu einem leblosen Objekt selbst machen. Aber Gehirn kriegt alles mit. Und dadurch entwickeln sich im Laufe der Zeit massive körperliche und seelische Symptome. Anfang September 2020 befragte das Allensbacher Institut 1043 Menschen zum Thema Prostitution und Prostitutionsverbot. Das Ergebnis? Die Mehrheit der Bevölkerung geht davon aus, dass insbesondere die Situation von Prostituierten in Deutschland ein Problemfeld ist.
Insgesamt ist die Auseinandersetzung mit dem Thema Prostitution jetzt in unserer Gesellschaft an einer Stelle angekommen, wo man eigentlich mal Klartext reden muss, dass es hier nicht um die freie Gestaltung von Liebesdiensten und horizontalem Gewerbe und Rotlichtmilieu und Liebesdienerinnen geht, sondern dass es eine strukturelle Gewalt an Frauen beinhaltet. Ich habe mir mein eigenes Verhalten schön geredet, weil ich halt mich als den Gentleman-Freier betrachtet habe, als denjenigen, der ja für die entsprechenden Frauen eher ein Glücksfall da ist, weil da könnte auch jemand kommen, der wirklich gewalttätig ist, der schlägt und Zwangshandlungen ausübt. Und das, was ich gemacht habe, habe ich zu dem Zeitpunkt nicht als Zwangshandlung begriffen. Mhm. Die Botschaft generell war, ja, es ist ja möglich und es ist ja quasi ein Beruf wie jeder andere auch. Und wenn du das brauchst, wenn du das magst, dann musst du halt eben ein bisschen Geld in die Hand nehmen, musst ein bisschen Geld ausgeben und dann ist für dich alles in Ordnung. Für Schweden ist Prostitution Gewalt gegen Frauen. Das nordische Modell wird dort als Erfolg für die in der Prostitution tätigen Menschen bewertet und als ein wichtiger Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Es ist Fakt, dass sich die Denkweise der schwedischen Bevölkerung verändert hat, nachdem wir in Schweden den Kauf von Sex verboten haben. Weniger Menschen denken jetzt, dass es in Ordnung ist, Sex zu kaufen. Heute würde ich sagen, fast jeder schwedische Bürger, jede Bürgerin denkt, dass es inakzeptabel ist. Und es hat die Prostitution nicht in den Untergrund gedrängt. Nun, die meisten Frauen haben Anzeigen im Internet und sie können nicht wirklich in den Untergrund gehen, weil sie von Freiern gefunden werden wollen. Es ist also leicht für Freier, sie zu finden. Und es ist auch leicht für die Polizei und für uns, sie zu finden. Es gibt in allen großen Städten Schwedens SozialarbeiterInnen, die sich um Frauen in der Prostitution kümmern. Es gibt immer Hilfe, wenn jemand aus der Prostitution aussteigen möchte. Der schwedischen Polizei zufolge waren 2020 insgesamt ca. 1000 Frauen in ganz Schweden in der Prostitution tätig. Der Menschenhandel ist erheblich zurückgegangen. Und über 80% der Schweden unterstützen nach einer aktuellen Umfrage das Sexkaufverbot. Anders in Deutschland, wo für Sexkauf öffentlich geworben wird. Das bestärkt natürlich darin, ja komm, das ist es nicht so 100% astrein, aber mein Gott, warum nicht? Gönn dir doch mal was. Ich habe praktisch einen Beuteblick gehabt. Ich habe fast jede Frau eher vor dem Hintergrund betrachtet, wie es denn wohl wäre, mit ihr Sex zu haben. Ich möchte, dass wir Männer endlich anfangen, auch wahrzunehmen, dass dabei nicht nur die Frauen entwürdigt sind, sondern dass wir Männer uns würdelos verhalten, wenn wir Frauen so benutzen. Es gibt wenige Ausnahmen. Ja, ich mach das gerne. Nein, ich finde nicht jeden Kunden toll. Nein, ich habe nicht jeden Morgen Lust, zur Arbeit zu gehen. Aber ja, ich möchte diesen Job machen. Und ein Nein anerkennen heißt genauso auch ein Ja anerkennen. Im nordischen Modell dürfen Frauen Sex als Ware anbieten. Aber sie müssen nicht. Kein Freier, der eine Prostituierte aufsucht, und vor allen Dingen nicht in Bordellen, wo die meisten 90% davon nicht mal richtig Deutsch können, der kann wissen, ob er da eine Zwangsprostituierte vor sich hat. Der weiß es einfach nicht. Ja. Wir werden nie den Menschenhandel erfolgreich bekämpfen können, wenn es in Europa oder anderswo noch legale Prostitution gibt. Thema Prostitution geht uns deshalb alle an, weil es nicht genügt, wenn wir jetzt ein tolles Gesetz machen, über das ich sehr froh bin, zum Thema Frauen in Führungspositionen, wenn wir super Gesetze machen zum Thema Upskirting, wenn man unter den Rock oder in Ausschnittreihen fotografiert. Das sind alles super tolle Maßnahmen. Aber solange trotzdem jeder Typ sich an jeder Straßenecke für billigstes Geld eine Frau kaufen kann, so lange ist diese Gesellschaft kaputt und solange ist diese Gesellschaft nicht gleichberechtigt. Menschenhandel, oft mit Prostitution verbunden, das bestätigen Menschenrechtsgruppen ebenso wie die Polizei oder investigativ arbeitende Kolleginnen und Kollegen, ist eines der lukrativsten Geschäfte der Gegenwart überhaupt und vielleicht das schmutzigste und brutalste.
Die Träume von echter Gleichheit, dem Ende der MeToo-Probleme, tollen Gesetzen, richtig gendern, sogar in der Straßenbahn, all das ist natürlich schön, aber es werden Träume bleiben, wenn es nicht gelingt, der Menschenfeindlichkeit gegen Frauen ein Ende zu setzen. Und damit einen schönen guten Abend bei Skobel, meine Damen und Herren. Unser Thema heute: Frauen ohne Macht. Die Schriftstellerin Margaret Atwood, von der unter anderem ja der Welterfolg Der Reporter Markt stammt, hat mal gesagt, dass Männer Angst haben, dass Frauen über sie lachen könnten. Frauen aber haben Angst, dass Männer sie töten könnten. Blickt man auf die weltweiten Daten, fragt man sich, ob wir uns derzeit nicht tatsächlich Margaret Atwoods dystopischer Prognose eines totalitären Männerregimes annähern. Die Markt hat keine Rechte. Frauen haben an vielen Orten dieser Welt im richtigen Leben häufig keine Rechte. Und Gleichheit? Hier bei uns gibt's das doch, oder? Eher ein Traum als Realität, wie so vieles. Frauen ohne Rechte. Dafür mit Gewalterfahrung und wenig Einfluss? Eigentlich sollte die Gleichberechtigung von Männern und Frauen weltweit längst Realität sein. Bereits 1981 wurde die UN-Frauenrechtskonvention in Kraft gesetzt. Die Initiative dazu hatten Frauenorganisationen aus Afrika, Asien und Lateinamerika. 189 Staaten verpflichteten sich, jede Form der Diskriminierung durch geeignete politische Maßnahmen zu beenden. Die Realität sieht anders aus. Der Deutsche Gewerkschaftsbund warnt vor den negativen Auswirkungen der Corona-Krise für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Oft bleiben die Mütter zu Hause und kümmern sich um die Kinder. Damit drohen sich tradierte Rollenbilder zu festigen.